Und 370 Euro später. Guten Morgen, Freunde. Wir haben es jetzt 20 nach 6. Wir begeben uns gerade auf den Weg nach Köln zur FIBO. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch da auch mit hinnehme. Bleibt einfach dran, schaut zu. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. So, Freunde, wir mussten jetzt das erste Mal anhalten und ich sag extra musste, weil meine Öllampe und meine Batterieleuchte haben geleuchtet, beziehungsweise leuchten immer noch. Ich habe den ADAC jetzt einfach mal gerufen, weil ich ADAC-Mitglied bin. Ich habe Öl schon gescheckt und so, ist alles okay. Der Stand ist in Ordnung. Wir sind jetzt knapp 2 Stunden gefahren schon. Also ich denke mal, es liegt wahrscheinlich irgendwie an der Lichtmaschine oder so, weil die Batterieleuchte auch leuchtet. Aber genaueres werde ich euch dann auch noch mitteilen. Und ich hoffe, dass es nichts Großes ist, irgendwie vielleicht den Laderegler oder sowas austauschen von der Lichtmaschine, aber ja, ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Werden wir gleich sehen, wenn der ADAC-Mann da ist und dann mal gucken. Weil wir jetzt auf den ADAC warten müssen, fährt der kleine Mann hier einfach mal ein bisschen mit seinem City-Roller auf dem Parkplatz rum. Schöne Kamerafahrten hier so. Welchen willst du denn? Den hier. Das war ja schon fast ein Bunnyhop mit Wien. So Leute, es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Der Laderegler scheint kaputt zu sein. Wir haben den gerade mal ausgebaut. Und der nette Mann vom ADAC ist jetzt 2 Ausfahrten weiter und versucht da jetzt irgendwie noch so einen Laderegler zu besorgen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das alles schon schön auseinandergebaut. Und dann wollen wir mal hoffen, dass die Reise auch weitergeht. Nicht mehr scharf und voll wabbelig eklig. Das ist die Gasse aber dumm. Jetzt hab ich die Gasse, dann fand die gar nicht scharf. Also entweder kommt gleich. So, Freunde, wir haben es jetzt 13.30 Uhr und haben das Problem jetzt erst behoben. Und 370 Euro später ist alles geklärt. Ich werde nachher auf dem Campingplatz werde ich alles nochmal ein bisschen genauer erklären. Wir gehen jetzt erstmal ordentlich was essen und seid schon gespannt auf die Geschichte. Wir saßen jetzt 5,5 Stunden dann ungefähr im Auto und über den ADAC und. Aber das erzähle ich nachher. So, da bin ich wieder. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Doch nicht vom Campingplatz, weil ich dachte, im Auto habe ich eh genug Zeit, um euch das zu erzählen. Wie ich das ja schon erzählt habe, haben meine Lampen aufgeleuchtet. Einmal die Öllampe und einmal die Batterieleuchte. Und dann habe ich mir schon fast gedacht, dass es halt irgendwie am Laderegler liegt. Weil das Problem hatte ich schon mal. Dann habe ich den ADAC gerufen. Und der hat sich dann echt gut darum gekümmert, hat noch einen Laderegler besorgt für 45 Euro, den ich dann natürlich bezahlen musste. Und dann war es so, dass es auch funktioniert hat. Also wir haben es eingebaut, hat alles funktioniert. Wir sind nicht mal eine Raststätte weit gekommen, dann hat es auf einmal wieder alles aufgeblinkt. Und ich habe direkt wieder den ADAC angerufen und auch den wieder verlangt, der mich da halt betreut hat, weil der echt super nett war und so. Und dann war es so, dass wir es halt nicht hingekriegt haben mit dem neuen Laderegler. Und dann sind wir gemeinsam losgefahren zu einem Händler und haben dann leider Gottes eine neue Lichtmaschine gekauft. Also vielleicht könnt ihr auch verstehen, warum ich vorhin so ein bisschen, ja, vielleicht kam ich genervt drüber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt dafür halt 370 Euro bezahlt und quasi auch noch den Laderegler umsonst gekauft. Ich versuche den noch zu verkaufen jetzt wieder als neu, weil er war ja nur kurz eingebaut. Ja, und das ist im Prinzip auch schon die ganze Geschichte. Das Ganze hat dann ungefähr 5,5 Stunden gedauert. Und jetzt sind wir halt auf dem Weg wieder nach Köln unterwegs.
Jetzt brauchen wir noch ungefähr 50 Minuten und dann sind wir auch da. Das heißt, heute wird wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen, also von dem heutigen Tag, weil wir werden wahrscheinlich nicht mehr so viel machen oder irgendwie unterwegs sein. Ja, jetzt wisst ihr, was passiert ist, dass sich das alles ein bisschen verzögert. Ja, und mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Bisschen Geld weg, aber mal wieder was Neues am Start sozusagen. Ich hätte es auch gerne mehr aufgenommen, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut, als der ADAC-Typ da war und so, da irgendwie noch was groß aufzunehmen. Und auf der anderen Seite war ich halt auch ziemlich genervt davon, was natürlich los war. Ja, das wäre es eigentlich hier. Und ein kleiner Tipp noch von mir. Ich habe letztes Jahr, als ich dieses Auto gekauft habe, habe ich mich beim ADAC angemeldet. Ich bin ADAC Plus Mitglied. Ich kann es euch bei so einem Auto nur empfehlen, oder auch wenn ihr vielleicht reisen geht oder weiter unterwegs seid. Es ist wirklich alles kostenlos. Alles, was der heute gemacht hat für mich, war kostenlos. Und das war echt, der war kompetent und super. Der hat mir super weitergeholfen. Das kann ich euch nur echt ans Herz legen, dass ihr das macht, falls ihr irgendwie sowas vorhabt oder ein älteres Auto habt oder so. Und das auch länger fahren wollt. Ja, dann sehen wir uns später wieder. Meine Freunde, wir sind da, wie ihr gesehen habt, und werden jetzt erstmal uns hier einbuchen und dann ein bisschen entspannen, noch einkaufen gehen, aber das werdet ihr dann ja auch alles sehen. Ja, ich fühle mich wohl. Ich möchte euch übrigens noch mal nachher ein bisschen zeigen, wie das Ganze dann gepackt aussieht in meinem Bus. So, wir sind jetzt im Supermarkt und werden uns mal ein bisschen was aussuchen. Ich wollte mal sagen, ich habe extra mein Skateboard ausgepackt. Ich glaube, ich habe ungefähr das letzte Mal damit hantiert, als ich irgendwie 15 war oder so. Aber ich dachte, dann hat man ein bisschen die Hände frei für die Kamera und so und kann so ein bisschen durch die Gegend gurken. Das ist vielleicht ganz witzig. Das war echt eine geile Idee, das Skateboard mitzunehmen und auch den Cityroller. Weil zu Fuß zeigt das Navi an 20 Minuten zum Campingplatz. Und dort aus, wo wir jetzt gelaufen sind. Und so sind wir um einige schneller auf jeden Fall. So, also jetzt sind wir endlich sozusagen richtig angekommen. Wie ihr seht, hier der Rhein direkt dran. Hier unser Fahrzeug. Ist echt geil. Wir können also hinten direkt aus der Heckscheibe auf den Rhein gucken. Und jetzt wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wie das so alles verstaut ist. Also jetzt sieht es irgendwie gerade total wüst aus, weil wir alles so ein bisschen so sortieren, dass wir hier halt dann pennen können und alles nutzen können richtig und nicht so, wie es transportiert wird. Also, wie man das eigentlich schon aus der Roomtour kennt, hier liegen immer die ganzen Taschen. Und diese Dinger, also die Fensterabdeckung, die liegen dann immer noch mit hier ganz drunter. Und das war's auch schon. Also der Rest ist alles so, wie man es normal kennt. Die Kühltruhe, die steht hinten in der Küche. Und die haben wir jetzt auch rausgepackt, damit man da immer jederzeit ran kann und nicht immer die Klappe vorn weg machen kann. Das zeige ich euch auch ganz kurz nochmal. Also hier ist jetzt die Kühltruhe. Normalerweise steht sie halt hier drin. Das ist jetzt halt nicht nötig, weil wir immer rankommen wollen gerne. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Die roten Kisten, die stehen schon hier unten drin.
Klo, da ist alles drin. Wenn man ran muss, dann kann man die Sitze vorklappen und so. Und dann kommt man da auch wunderbar ran. Das sieht so ein bisschen verstaut jetzt aus. Aber man kommt da ran auf jeden Fall. Man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Ja, und das war's auch schon hier von dem Ganzen. Wir bauen uns jetzt einen schönen Tisch auf, machen unsere Nudeln fertig. Wir haben ein bisschen eingekauft, wie ihr vielleicht gesehen habt. Heute gibt's Nudeln mit Tomatensuppe. Und ich vermute auch, dass es das schon mit dem Video war. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es tut mir leid, dass es heute so relativ wenig ist und nur Gequatsche war. Ich weiß nicht, was euch besser gefällt. Aber es ist halt heute ein Zwischenfall passiert, der nicht schön war. Und deswegen war ich so ein bisschen, na, gnatschig und wollte halt nicht noch viel mehr aufnehmen. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, gerne abonnieren. Morgen geht's auf die FIBO, da werde ich ein paar Bilder machen auf jeden Fall. Dann wollen wir noch zum Dom gehen und so weiter und so fort. Schaut einfach wieder rein, haut rein.